Moin Giorno und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video sehen wir uns die dritte Camo Tackle Box an. Das ist die Forellenköder Box und ich hoffe, ihr habt die beiden Videos zuvor gesehen. Wer sich bei den beiden Boxen nicht entscheiden konnte, für den ist wahrscheinlich diese Box hier genau das Richtige. Hier ist auch nochmal ein Köder extra drin, der in den anderen beiden Boxen nicht enthalten ist. Und wir schauen uns die Box direkt mal an. Also wir haben hier gleich die Tackle Box mit Inhalt gefüllt und ich hole mal den Deckel hier, kann ich komplett abnehmen oder halt aber auch, ja, je nachdem, zur Präsentation ist es jetzt besser, wenn ich ihn komplett abnehme, aber sonst lassen sich auch einzelne Fächer hier nur öffnen und wir sehen hier gleich den kompletten Inhalt. Wir haben hier zum einen den Norris Sticker und dadurch, dass die auf Forellen abgestimmt ist, beziehungsweise auch Barsch, diese Box, haben wir hier ein paar Spoons und das nicht irgendwelche, sondern von Norris, also Top-Qualität, eine sehr hochwertige Marke und ja, kennt ihr vielleicht aus dem Video der ersten Box, haben wir hier auf jeden Fall drei Spoons in drei unterschiedlichen Grammaturen, 1,2, 2,2 und 2,9, also für die Oberfläche, ja, und ab 2,2, da ist schon so das Mittelwasser, ist da schon für vorgesehen und hier haben wir dann nochmal, wenn es ein bisschen tiefer gehen soll, die 2,9 in zweifarbigen, also einmal knallig, einmal schwarz, schwarz-gelb. Ja, dann haben wir hier auch so ein kleines Innenleben, wo wir auch die Spoons einmal einhängen können, damit sie halt nicht verloren gehen und in der Box hier rumwackeln und rum durch die Luft fliegen. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Bei den Haken dieser Spoons ist auf jeden Fall ziemlich garantiert, ja, garantiert kann man nie sagen, aber die sind sehr, sehr viel besser von der Qualität und biegen nicht so schnell auf wie herkömmliche Spoons, beziehungsweise die Haken. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch ein paar andere Farben, Marken, nämlich Kitec. Da haben wir hier den Swing Impact in dreifacher Ausführung. In 2 Inch, hole ich mal kurz raus und sie ist so zweifarbig, könnt ihr jetzt sehen, das ist der Swing Impact von Kitec und dann haben wir hier von der Firma Reins noch diverse Köder, das ist beispielsweise der Rock Vibe Shad, der RG Ringer oder der Fat G-Tail, auch die hole ich mal eben kurz raus, also richtig für die Finesse-Angelei auf Barsch und Forelle. Das hier sind normale Schaufelschwänze und hier haben wir noch mal ein paar Ausführungen mit Twister-Schwanz in verschiedenen Farben und das Ganze kommt abgestimmt mit den dazugehörenden Haken. Und sogar Shebu-Köpfe, also Shebu-Raschka-Köpfe sind auch mit bei in verschiedenen Grammaturen. Ich kann mal kurz gucken. Hier haben wir beispielsweise in grün 3 Gramm und in pink 2 Gramm. Es handelt sich hier um hochwertiges Tungsten. Hat natürlich dann auch eine ja, schönere Unauffälligkeit. Dadurch, dass es kleiner ist als Blei. 1,5 Gramm haben wir hier auch noch versehen. Also drei verschiedene Farben, drei verschiedene Grammaturen. Und dann dürfen natürlich auch die Haken nicht dazu fehlen. Hier haben wir zum Beispiel für den Shebu-Kopf ein schön großes Öhr, damit wir auch schön Spiel haben. Ich hole die Haken kurz mal raus. Und zwar fällt direkt auf, sind verschiedene Größen und bei diesen Haken hier, die kommen zurück und werden dann mit der Shebu-Kugel montiert und dann haben wir hier nochmal, könnt ihr jetzt ganz gut sehen, ein Lurekeeper, ich halte mal meine Hand da unter, dann seht ihr es besser, es ist ein kleiner Lurekeeper hier mit eingearbeitet und hier haben wir auch für die Shebu-Angelei die
passenden Haken. Und dieser Köder hier, das ist von Seaman, ein ganz kleiner Chatterbait. Und Seaman hat den Chatterbait erfunden. Deshalb dürfen wir heute ganz offiziell Chatterbait nennen, den Köder. Und das ist der kleinste und leichteste Chatterbait. Das ist der Flashback Mini von Seaman. Und auch mit dem habe ich letztes Jahr schon richtig gut gefangen. Normalerweise sind zwei Softbaits, wenn man den einzeln kauft, dabei, wo die Softbaits relativ schnell kaputt gehen. Also die kann man sich eigentlich sparen. Die Augen fallen ganz schnell ab und der ist auch ziemlich schnell kaputt. Hier steht auch nochmal drauf, the original Chatterbait. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Ja, jetzt könnt ihr es, glaube ich, sehen. Also das Original. Und zwar können wir hier nochmal einen Twister-Schwanz, den einmal kombinieren. Und ich kann euch sagen, ob groß oder klein, hier geht so sämtlicher Barsch rauf. Und hier habe ich richtig, richtig gut mitgefangen. Also auf den freue ich mich schon wieder, den zu fischen. Und ja, ich glaube, das ist eine sehr gut durchdachte Box. Schön bunt für die Forellenangelei, vielleicht am Teich oder aber auch am See. Hier, ob Twister-Schwanz oder Chat, also normalen Schaufelschwanz, Chatterbait, Chiburashka-Köpfe und hier, also wirklich Top-Marken enthalten. Und diese Box ist dann nochmal so ein Zwischending für 39,99 Euro zu haben. Ja, damit, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall meine Angelsachen packen und mal ans Wasser fahren, denn ich habe heute frei und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal. Ciao!